heute ist ein junger Mann hier, der sozusagen der Bundesvorsitzende der Jugend- oder Jungorganisation der FDP ist, der Bundesvorsitzende der Jungliberalen. Herzlich willkommen, hier ist Daniel Bahr. Daniel, ich darf du sagen, ja? Selbstverständlich. Wie alt bist ich du? Auch? Ja, bitte. Ich bin 25. Du bist 25 und schon der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen? Ja, sogar schon etwas länger, seit ich 21 bin. Tatsächlich? Oh, das ist aber eine steile Karriere, oder? Wie wirkt man sowas? Man lässt sich wählen auf dem Kongress. Aber mit 21 schon? Das ist keine Altersbegrenzung. Man könnte theoretisch bei uns schon mit 14 werden, weil man mit 14 bei uns Mitglied werden kann. Ja. Aber natürlich braucht man schon ein bisschen Zeit, dass man die Julis kennenlernt. Und dann habe ich mit 21 kandidiert und bin damit, ich glaube, mit Guido Westerwelle der Einzige, der so jung Bundesvorsitzender der Julis wurde. Ach, das ist, du strebst sozusagen eine Karriere wie Guido Westerwelle an? Um Gottes Willen. Was heißt das, um Gottes Willen? Naja, in seine Fußstapfen zu treten wäre ein bisschen langweilig. Hinterlasse ich ja keine eigenen Fußstapfen. Ach, das, du willst schon deinen eigenen Schuh, deinen eigenen Stiefel durchziehen. Was hast du mitgebracht da? Mein Plakat. Ach, das ist dein Plakat? Ja. Du kandidierst auch für den Bundestag? Ich kandidiere auch für den Bundestag im Wahlkreis Münster und habe auch Bist du schon Mitglied? Sehr, sehr gute. Im Bundestag noch nicht. Noch nicht? Ich kandidiere jetzt erstmals für den Bundestag und habe auch ganz gute Chancen, eigentlich reinzukommen. Also wir brauchen 18% kriegen wir ja und dann bin ich so im Mittelfeld der Mannschaft. Ja, 18%. Da glaubt ihr noch dran? Ja, klar. Ja. Warum nicht? Ja. Darf ich mal sehen? Das ist dein Plakat? Ja. Ich habe mir gedacht, das Foto, was ihr eben genommen habt, da war ich so schwer getroffen. Das muss beim Parteitag Sonntagmorgen gewesen Hallöchen, sein. Hallöchen, Daniel Bahr. Der Blick auch so, oder? Kann man den Blick mal hier zeigen? Der ist so ein bisschen... Ja? Schmunzelnd. Ja, ist so ein bisschen schmunzelnd von oben, als wolltest du sagen... Daniel, das war... Und das kann ich, aber nur in Münster wählen, oder? Das habe ich dir mitgebracht, ja, oder in Nordrhein-Westfalen. Ja. Also mich kann man mit der Zweitstimme eigentlich in ganz Nordrhein-Westfalen wählen und die FDP ja sowieso in ganz Deutschland. Hast du auch einen richtigen Beruf? Ja. Was? Ich bin Bankkaufmann. Ach so. Und ich studiere Volkswirtschaftslehre. Aber Bankkaufmann hast du schon abgeschlossen, oder? Ja, ich arbeite auch noch da. Du arbeitest auch noch ja, da? Ja, so ein bisschen nebenbei im Moment freigestellt, weil der Wahlkampf natürlich von morgens bis nachts dauert. Ne? Tatsächlich. Mhm. Und es ist so, dass du jetzt dann weiter bezahlt wirst von der Bank oder kriegst du Unterstützung sozusagen von der FDP? Nee, von der FDP kriege ich keine Unterstützung, also außer moralische und feuchten Händedruck. Ja. Aber und natürlich vor Ort. Von wem also, kriegt man dann feuchten Händedruck? Von Guido Westerwelle? Von Guido Westerwelle. Nein, aber von wem? Aber die Würstchen hier, die kommen mir bekannt vor, weil als wir die Plakate geklebt haben, habe ich auch immer die Würstchen für die gegrillt, die mir dabei geholfen haben. Ja. Ich habe immer auch diese Nürnberger genommen, weil dann sah das nach mehr aus. Wie sah nach mehr aus? Ja, aber weil die so klein sind. Ich konnte dann sagen, ich habe 20 Würstchen mitgebracht. Ja, wenn ich darf. Ja, sind schon kalt, aber schmecken noch gut. Nein, das weißt du doch gar nicht. Ja, doch. Und wir haben hier, sehr viel tolles Wahlmaterial auch von der, von der FDP bekommen. Sollen wir uns ein bisschen was angucken? Gerne. Es gab irgendeinen Skandal. Ich habe das heute gelesen bei Spiegel Online. Ja, habe ich gelesen, dass es einen Skandal der Jungliberalen gab. Denn es gibt diese Werbeplakate in Berlin oder wo? Hamburg. Hamburg. Hallo. Hamburg. Kann ich das gerade mal zeigen? Von der FDP. Steck ihn rein. Ja? Diese junge Frau mit. Ja, damit ist natürlich der Wahlzettel gemeint, oder? Genau. Es geht darum, wir wollen die Leute, vor allem junge Leute, dafür gewinnen, zur Wahl zu gehen, weil die Beteiligung von jungen Leuten bei Wahlen viel zu gering ist. Und deswegen sagen wir, steck ihn rein, steck den Wahlzettel in die Urne. Den Wahlzettel in die Urne. Genau. Ja. Schön. Und sie soll dazu motivieren. Schön umschrieben. Ach, sie soll dazu motivieren. Und wer hat sich da jetzt aufgeregt? Ich weiß es nicht. Also Spiegel Online hat wohl was geschrieben, aber ganz normal, dass ich mit so einer Kampagne ja nicht 100% der Leute erreiche, sondern dass man ganz gezielt junge Leute nur begeistert. Finde ich eine lustige Kampagne. So, dann haben wir haben aber noch andere Plakate, wenn ich da mal welche zeigen darf. Wir haben ja die Parteien aufgerufen, uns Wahlmaterial, Wahlwerbung zu schicken. Haben du sitzt gemacht. Auch hier unter einem grünen Schirm. Ja, der spendet mir ein bisschen Schatten. Ja, was nichts zu bedeuten hat. Wir haben auch tolle Plakate gefunden. Und zwar, ich hänge das mal gerade auf, das ist ein anderer Kollege von dir. Ja? Wollt ihr helfen? Schau mal hier. Willi Schmitz, ja? Kandidiert wo, weiß man das? In Mönchengladbach. In Mönchengladbach, ach, das weißt du. Ja, ich war bei dem im Wahlkampf und habe ihn unterstützt. Ja, Willi Schmitz kandidiert in Mönchengladbach. Ja, da gab es die Reaktion, als das Plakat hing, da sagten die Leute... Willi Boy. Ja, eben. Wieso denn Willi Boy? Der Westerwelle heißt doch Guido mit Vornamen. Ja. Ach so! Verstehe! Machen da mehrere bei euch mit solchen Wortspielen und Andeutungen Werbung in der FDP? Zum Beispiel Welt Dagmar Diaphragma. Ja. Willi Boy. Ist, glaube ich, bei uns noch nicht Mitglied.
oder Hubertus Interruptus für Sie im Bundestag. Oder Petra Pille, nee, ja? Gibt's nicht. Die liberale Spirale ab jetzt für Sie im Bundestag. Das ist dann jetzt. Ist es denn jetzt, was mir ein bisschen Sorgen macht für die FDP, wäre es nicht klüger gewesen, sich vor der Wahl schon, sagen wir mal, koalitionsmäßig eine Aussage zu treffen? Nee, glaube ich nicht. Ja, aber viele Leute denken doch jetzt vielleicht, ja gut, FDP würde ich unter Umständen wählen, ja, aber vielleicht nur dann, wenn sie in einer Koalition mit der CDU regieren würden. Und dann sagen, das ist mir zu gefährlich. Wenn ich jetzt FDP wähle, kann ich ja auch Pech haben, dass der Westerwelle sagt, guck mal, Gerd, wir zwei machen wieder gemeinsame Sache. Naja, dann sage ich den Leuten immer, was ist euch lieber, dass ihr die CDU wählt und es im Zweifel nicht reicht für Schwarz-Gelb oder ihr wählt die Gelben besonders stark und dann im Zweifel gibt es Rot-Gelb statt Rot-Grün und das ist in allem mal besser noch, selbst für die, die Schwarz-Gelb wollen. War jetzt politisch. Ja. Viel Zustimmung auch aus dem Saal hier. Wird ja, ein oder andere wahrscheinlich noch drüber nachdenken. Ja, ja, natürlich. Dann habe ich das Plakat. Das habe ich auch. Das hängt ja auch überall von der FDP. Ja, hier, dieses Plakat. Ja, musste, glaube ich, auch wieder abgehängt werden, weil viele Rentner gedacht haben, sie dürften hier nur 18 fahren. Ja. habe ich gehört. Da ich mir nicht genau sicher. Lass mal, was habt ihr denn noch? Dann gab es hier. Toll, wir haben auch von der FDP, haben wir geschickt bekommen. Ja. Guck mal hier, Badelatschen in blau-gelb. Tops, ja. Jetzt ist natürlich doof, Schuhgröße 37, Philipp, für dich. So, habt ihr auch welche, vielleicht könnt ihr mir da noch welche 42 schicken. 42 gibt's auch. Ja, 42. Ja, ist aber zu klein für mich, ich hab 45. Nee, das haben wir nicht. Ja. Habt ihr leider nicht. Nee. In gelb-blau Badeschlappen oder wie man sagt, Guidoletten heißt es bei euch? Guidoletten. Er hat sie bei seiner Guidomobil-Tour vor allem eingesetzt, wenn er an der Ost- und Nordsee entlang gefahren ist. Die waren der absolute Renner. Die Schlappen, das kann ich mir vorstellen. Wurden ihm aus den Händen gerissen. Ja, die sind ja auch sehr beliebt. Das sind ja echte Flip-Flops. Ja. Das ist ja mittlerweile, da steht man drauf. Dann hier, hast du auch so eigene T-Shirts mit deinem Konterfei drauf? Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben aber diese, die hast du wahrscheinlich auch jetzt mit 18 drauf. Die ist ein bisschen dezenter. Ja, ja, das sind hier diese Polo-Shirts hier. Auch sehr schön. Mit einer ganz kleinen 18 drauf. Mhm. Bisschen bescheidener, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, man könnte die 8 einfach auch wegmachen, oder? Wieso? Nummer 1? Die 1 stehen lassen. glaubt ihr, dass ihr es über 10% schafft? 18 ist ja ein bisschen utopisch, ja? Nach den momentanen Wahlumfragen, oder? Sieht ja nicht danach aus, dass die 18% für die FDP in Reichweite wären, oder? Also es sind noch so viele Unentschlossene, die sagen 30%, sie können sich vorstellen, FDP zu wählen. Also da sind 18 sogar noch eher bescheiden. Oh, das ist aber sehr überzeugt und bestimmt, was sie hier sagt. Bist du auch verantwortlich für diese CD? Nee, aber die finde ich trotzdem gut. Der hat einen Freund von mir gemacht. Ich glaube, ich kann sagen, der ist ein Freund von mir. Ja. Marco Buschmann ist Kandidat in Nordrhein-Westfalen, der jungen Liberalen. Der hat diese CD gemacht. Der hat sie produziert, nicht selbst gesungen, das könnte er, glaube ich, nicht. Ja, aber du findest sie gut. Ich finde sie ganz witzig. Ja, dann hören wir sie doch mal an. Ja? Das ist jetzt ich habe die schon oft im Büro, haben wir die oben zusammen gehört. Richtig so, wir wollen auch in die Charts damit. Ne? Ihr wollt damit in die Charts, gut, dann viel Glück. Ja? Ich spiele sie mal gerade vor, da sind drei Lieder drauf, und zwar das Lied, wir holen 18%. Genau, Nummer 1. Was leicht, aber nur leicht angelehnt ist an YMCA. Ich weiß nicht, ob das eine Vorgabe von Guido Westerwelle war. Gottes Willen. Aber, das hören Sie sich mal an. Also man kann es kaum erkennen, dass da YMCA das Vorbild war. Hören wir mal rein. Haben wir auch nicht gemacht. Ja. Molly hatte eine Idee und der Hören Sie zu! Fand ihn super. Hören Sie zu! Projekt 18 in der Politik bringt er. Also schon sehr politisch, ne? Schon politisch. Der Text. Auch die Stimme. Anspruchsvoll. Ja, die ist gut. Die Stimme ist geil. Wir holen 18%. Ist das nicht schlecht? Ja. Ich
sehr gut. Der Sänger ist ein Knaller. Ja? Den kenne ich noch nicht persönlich. Den kennst du nicht persönlich, ja. Hier steht All Tracks Produced and Mixed at Sounds Real Good Studio. Ja. Passt. Und dann das Lied der Julis, das ist ja mehr so eine Hymne, was da ja drauf ist. Und das Intro von Keine roten Socken, das möchte ich das kurz Das ist noch richtig alt, das ist von 95, glaube ich. Das hat die FDP Moment, jetzt aber hier keine Floskeln vorher schicken. Floskeln. Die Leute, ja, das müssen wir uns kurz anhören. Moment. Ach so, da. So, jetzt kommt Rote Socken. Jetzt auch hier, geil, was hier hinten drauf steht. Kann man das mal filmen? Original Words and Music by Gundula. Ja? Ja, das ist schon mal. Achtung! So wie ich rundherum auch schaue, wenige Wochen vor der Wahl ist FDP, auf die ich baue. Jetzt mehr anplagt fast. Und deshalb wähle ich Liebe rein. Wir tragen keine roten Socken und keinen selbstgestrickten Schal. Wir stehen ein für freies Denken und deshalb wähle ich liberal. Ja, geil, oder? Also viel Glück in den Charts. Muss man natürlich aufpassen. Kann man die kaufen oder ist sie umsonst? Die verteilen wir bei Infoständen und komischerweise, also weil du sagst, du findest sie nicht so gut. Moment. So. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe also nur gesagt, ich habe nur dich gefragt, da du sagtest und ich finde sie gut, ja, habe ich nachgefragt, du findest die gut? Also auf jeden Fall besser. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich die schlecht finde. Also ich finde es auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn man sich diese ganzen so kann man es ausdrücken, mal was anderes, meine Damen und Herren. Das ist mal was anderes. Aber die gibt es umsonst bei euch? An den Ständen, ja. An den Ständen, aha, sehr gut. Ja, das wollte ich vorstellen. Dann haben, ja, haben wir noch irgendwas, was... Hast du irgendwas, was du noch gerne zeigen möchtest? Die Tasche hatten wir auf dem Parteitag. Die Tasche? Ich gerne mitgenommen. Hier, mehr die Inhalt. Die Tasche, ja. Passt aber doch, also passt einiges rein, aber jetzt so... Ja. Steht mehr also Inhalt drauf. Programm der FDP passt rein. Genau. Steht zwar mehr Inhalt drauf, aber ich habe mich gefragt, ja, wo ist denn das Handy? Ja? An der Seite. Ja, das hätte ich auch noch gerne mit dabei gehabt. Oh. Ja? Aber schicke Tasche. Und was ich super finde, und das muss ich sagen, das haben wir wirklich schon benutzt. Bei vielen Wahlgeschenken ist ja so, die schmeißt man einmal benutzt und wieder weggeschmissen, wie zum Beispiel die Kondome von der SPD. Ja? So, wo habe ich es denn jetzt hier? Hier! Eine Frisbee-Scheibe. Ja, Guido Mobil. Ja, vom Guido Mobil. Das finde ich super. Mhm. Ja, da gehen die Leute wahrscheinlich hin, kriegen diese Frisbee-Scheibe, drehen direkt um und sagen, hier, ich hätte gerne Erbsensuppe. Ja? Kann man direkt... Ja. Oh, es klingelt. Hallo? Ja, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Das finde ich wirklich geil. Also haben wir hier, wir spielen im Büro die ganze Zeit mit der Guido Mobil Frisbee-Scheibe, spielen wir hier. Achtung. So, super. Die wollten die schon alle haben. Ja, das ist wirklich eine klasse Sache. Da sind wir wieder zurück. Daniel Bahr, bist nicht zufällig verwandt mit Egon Bahr, oder? Ja, aber mein Opa sieht genauso aus. Dein Opa sieht genauso aus wie der Egon Bahr von der SPD. Ja. Ja? Tolle Wahlgeschenke. Hast du die mit ausgesucht sozusagen? Du bist doch da schon in einer führenden Position. Ich bin im Bundesvorstand der FDP, genau. Ach, du bist auch, ist man gleichzeitig, wenn man Vorsitzender ist, auch im Bundesvorstand der... Wobei, man lässt ja auch extra reinwählen. Also ich bin schon seit 98 drin. Ja. Im Bundesvorstand der FDP und da entscheidet man über die Werbemittel mit, ja. Ja. Hast du denn ein spezielles Kompetenzgebiet? Wenn du bist ja im Bundesvorstand, auch der FDP dann. Mhm. Gibt es so ein spezielles Kompetenzgebiet, was du hast? Weiß nicht, Jugendpolitik oder Bildungspolitik oder... Also Bildung ist sicherlich das Thema, klar, weil man davon betroffen ist. Ich gehe ja noch zur Uni und kenne die Zustände da, aber daneben noch das Thema Rentenpolitik. Das, für das trittst du ein, natürlich, weil diejenigen, die Renten bezahlen, sind ja schließlich... Ja, du auch noch. Ja, du noch nicht, würde ich mal sagen. Doch, ich zahle schon Rentenversicherungsbeiträge. Ja klar, ich bin ja bei der Bank. Ja, ja, ja. Und immer mehr, das ist ja das Problem, weil da immer höhere Beiträge kommen werden und wir dann immer mehr zahlen müssen. Und das, finde ich, kann nicht angehen. Und wenn du es schaffst in den Bundestag, ja, wirst du denn unter Umständen, wenn es zu einer Koalition kommt, die FDP beinhaltet, wirst du einen Kabinettsplatz bekommen? Ah, ich glaube noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht, oder? Das dauert noch ein paar Jährchen. Mit wie vielen Jahren hat der Guido das erste Mal einen Kabinettsplatz bekommen? Der hatte noch gar keinen. Ah, der hat, stimmt ja, natürlich. Der ist jetzt 40. Natürlich, der hätte gern einen. So sieht es nämlich den Kanzler, aus. Den Kanzler. Ja. Ja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja? Vielen Dank. Wenn du es im Bundestag schaffst, kommst du mal wieder vorbei. Ja? Kannst ja dann von Berlin nach Köln kommen, Bonusmeilen und so. Hast du ja dann genug.